So, da sind wir auch schon wieder und herzlich willkommen zurück hier bei Factorio. Wir sehen gerade, ja, unser Verbrauch übersteigt gerade, ja, in gewisser Weise unsere Produktion, aber das war zu erwarten. Und wir werden gerade mal kurz ein bisschen hier durchgehen, und zwar denke ich mal, dass wir bei den, ja, genau, bei den Schaltkreisen wieder auf die ein oder andere Problematik stoßen. Hängt damit zusammen, dass wir hier einfach noch die ganzen alten Förderbänder drin haben. Und das sollten wir vielleicht mal so ein bisschen upgraden, würde ich sagen. Und moin Gaming-Player, willkommen zum Stream. So, wo ist mein Upgrade-Tool? Da. Wie machen wir das am dümmsten? So vielleicht. Genau, dann kommt hier ein bisschen mehr raus schon mal. Dann brauchen wir diesen Part hier. Ja, das Kupferzeug, das können wir gleich wieder entsorgen. Das passt schon. Geht halt im Schwerpunkt erstmal nur um das Kupfergedöns hier. Genau, damit kommt der Quatsch auf jeden Fall hier hinten erstmal wieder an. Worüber man auch nochmal nachdenken könnte, wäre zum Beispiel hier den Schaltkreisbus vielleicht auch noch zu erweitern, aber irgendwann müssen wir halt alles machen, ne? Das ist halt die Sache. Ja. Hier läuft es komischerweise noch einigermaßen, aber wir können auf jeden Fall hier oben schon mal die Zuführung soweit umbauen. Okay, jetzt haben wir keine, genau, keine Förderbänder mehr, alles klar. Dann holen wir nochmal schnell ein bisschen Nachschub. Wir werden jetzt in dem... Ja, genau, gehen wir da rein, in dem Teilabschnitt hier mal so ein bisschen, ja, unsere Fabrik upgraden. Das kommt da alles mit rein. Die Geschichten können wir auch verwerten. Zack. Und die, ja gut, den Teiler, den können wir da mit reinschmeißen. Passt schon. Gut. Wir werden gleich wieder ein paar hundert ja, Förderbänder mehr mitnehmen, glaube ich. Ich denke, das bietet sich an hier. Jo. Ja, auch hier die Kunststoffgeschichte, die müssen wir auf jeden Fall auch noch upgraden. Aber jetzt erstmal hierzu. Da hört der Spaß irgendwo auf. Zack. Hier scheint auch erstmal noch genügend Kupfer anzukommen. Ja, hier nicht. Warte mal. Was ist denn, wenn wir einfach so was machen hier? Ich denke, wir sind bald an dem Punkt angelangt, wo wir tatsächlich für die Oberseite eine Lane brauchen und für die Unterseite eine getrennte. Wollen wir nachher hier noch Upgrades reinkommen, aber dann müssen wir das nochmal ein bisschen umbauen, befürchte ich. Ah, das ist okay. So, wir haben jetzt relativ viel Kupfer mit dabei, das schmeißen wir mal eben alles hier mit rein. Eisen haben wir noch. Genau, Eisen kommt im Prinzip dann damit rein. Genau. Ja, wir haben hier erstmal einen leichten Überschuss. Das ist okay. Ja, 11,5. Alter, ja, hier wird der Eisenbus schon leer gelutscht, ne? Ist klar. Ja, genau. Und das liegt jetzt auf jeden Fall erstmal daran, dass nicht genügend Eisen nachkommt. Aber das sitzen wir aus. Wie gesagt, bis dieses olle Vorkommen hier weg ist. 1,4. 1,4. Okay, alles klar. In der Zwischenzeit.
können wir das hier mal umbauen. Diese Zielgerätgeschichte, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das überhaupt brauchen, ehrlich gesagt. Das lassen wir erstmal drinnen, ja. Aber ob wir es brauchen, weiß ich nicht. So, wir gucken mal eben schnell, ob wir hiervon noch ein bisschen was loswerden können. Ich meine, zur Not schmeißen wir den Kram einfach weg. So, diesmal da rein. Von den Teilern haben wir nicht so viele. Das ist ganz praktisch eigentlich. Jo, das lutscht auch die Leitung ganz schön leer. Da müssen wir eventuell auch nochmal nachlegen. Aber erstmal noch nicht. Rest machen wir später. Sonst stehen wir hier ewig rum. Wir haben 12,8k Verbrauch an Eisenplatten. Leck mich fett, ey. Aber wie gesagt, wir haben jetzt wieder alles angeschmissen, was in irgendeiner Weise läuft. Ja, kein Wunder, dass es so ausrastet. Heftig, ey. Einfach nur heftig. Gut. Kommen wir zum Urangedöns. Wir haben jetzt, wie viel haben wir denn da noch drin überhaupt? Wir haben hier noch 6. 480. Ach du Scheiße. Wie machen wir denn das am dümmsten? Hier, Stahl wird auch komplett leer gelutscht, ne? Das geht noch besser. Ja, sicher geht das noch besser. Wir haben noch keine Raketenproduktion. Davor graut es mir noch ein bisschen. Einfach übel. Wir könnten uns mal Gedanken machen, wo wir das Ding hinbauen. Ich denke mal, hier in diesem Karree wäre ganz gut. Und eigentlich wäre das ganz praktisch, wenn wir hier einen Block freilassen und dann hier mit der Lane längs gehen, also über diesem Kunststoff-Stahlgedöns quasi. Und dann können wir hier ganz entspannt einen Teiler ransetzen, der das Ganze aufteilt. Ich denke, das machen wir mal zuerst. Gut, ich hole mal eben so ein paar wichtigere Maschinen. Wir haben eine Zentrifuge, die wir, glaube ich, brauchen. Ja, genau. Die nehmen wir mit. Die Greifarme kommen erstmal weg. Das sortieren wir dann, später um. Ja. Die drei kriegen wir noch mit, aber die 480 sollten wir vielleicht erstmal da lassen, wo sie sind. Ja, und dann wird es irgendwann auch wieder Zeit, hier vielleicht mal so eine kleine Festbrennstoffproduktion zu machen. Aber diese Kernbrennstoffzellen, die halten ewig. Na, da sind kaum welche raus. Naja, okay, gut. So, Kernbrennstoff, genau. Dazu brauchen wir die Zentrifuge. Dann machen wir die mal eben zuerst. Ist ja egal. Und hacken die einfach mal hier hin. Dieses Förderbandgewirr, das verschwindet ja nachher sowieso, daher gar kein Problem. Genau, diese Kiste hier, die wird im Prinzip so eine kleine Pufferkiste für diese Montageanlage hier, die im Prinzip dann das Zeug herstellt. Und da können wir dann auch erstmal den Brennstoff wieder reinschmeißen. Genau. Dann Output-technisch. Da muss ja sonst nichts ran, außer Uran. Und ich glaube, da packen wir dann auch erstmal eine Pufferkiste rein. Weil bevor wir jetzt hier anfangen, die Lanes wieder hochzulegen, müssen wir halt hier echt erstmal sortieren, den ganzen Quatsch, ne? Werden wir auf jeden Fall tun, sobald die Erzvorkommen einigermaßen leer sind. Genau, und hier machen wir input-technisch nochmal eine kleine Pufferkiste für Festbrennstoff rein. Genau, und wir können auf jeden Fall schon mal ein kleines Umspannwerk hier hinstellen. Ja. Brauchen wir nur noch irgendwoher Strom. Warte mal. Was ist denn mit denen hier? Echt jetzt? Wo kriegen wir dann am dümmsten Strom her? Hier will ich eigentlich gar nicht rangehen. Dann machen wir das einfach hier. Pass auf, einmal hier längs. Und dann einmal hier längs. Genau.
passt, glaube ich. Oh, ich habe noch einen Greifarm vergessen. Das machen wir mal eben schnell. So. Und auch hier für den Output kommt wieder so eine kleine Pufferkiste rein, wo wir dann quasi das Zeug erstmal zwischenlagern. Ja, okay, der braucht 10 Stück, ne? Ja, genau, okay. Einfach krass, wie schnell jetzt hier die Dinger leer werden, ne? Übel. Ich vermute mal, dass der letzte Rest dann wieder auf sich warten lassen wird. Hier oben der ist zum Beispiel komplett fertig sogar. So. Ja, lassen wir erstmal laufen. Dann würde ich vorschlagen, werden wir einen weiteren Block für unsere Ölverarbeitung bauen, nämlich halt für diesen eben angesprochenen Festbrennstoff. Und das wäre dann hier. Ich packe mal den eben da rein. Tja, wie wenig Eisen hier nur noch ankommt, ne? Krass. Also wir werden jetzt echt erstmal alles wahrscheinlich leer lutschen. Ja, das ist, glaube ich, klar. So, und jetzt brauche ich mal eben... Wie viel Platz ist hier? 3, ne? 1, 2, 3, genau. Eins, zwei, drei. Müsste der sein, ne? Ja. Ach, hätte ich oben gleich auch machen können, ne? Naja, ist egal. 1, 2, 3. Ja, passt. Okay. Ups. Wir werden auch hier so eine kleine Durchführung für die Kohle machen, falls wir nochmal irgendwo Kunststoff brauchen. Das werden wir wahrscheinlich brauchen. Gehe ich zumindest mal ganz fest von aus. Ups. Na, da fehlt noch ein Block Beton, aber das ist erstmal egal. So, machen wir gleich so. Ups. Jo. Die Outputs machen wir gleich wieder auf. Ich muss nur mal eben gucken, wie das nachher am besten funktioniert. Wir haben noch 2 Raffinerien. Nee, Quatsch, das sind die Dinger. Chemiefabriken. Ja, wir brauchen noch ein paar Raffinerien. Und dazu fehlt gerade eigentlich alles. Eisen, Stahl, irgendwas. Wir können auch erstmal das hier wegräumen. Klar. Und das hier müssen wir gleich mal auf die Züge verteilen. Also auf die Kisten zumindest. Ups. Ah. So. Brauchen wir den überhaupt? Nee. Nee. Das war nur der Output für den Anschluss quasi. Die lassen wir erstmal stehen. Genau, und dann holen wir uns mal eben schnell das Zeug, was wir noch brauchen. Wie zum Beispiel das hier. Und dann fehlt noch... Genau, Stahl und Ziegelsteine. Okay. Stahl haben wir da und Ziegelsteine sollten wir irgendwo hier haben. Eins, zwei, eins, zwei. Und moin Holzius Ratius, willkommen zum Stream. Gut, dann machen wir hier gleich weiter mit den entsprechenden Ölraffinerien. Na, eine fehlt noch, die kommt gerade, genau. Passt da noch das Umspannwerk rein? Jo, dann habe ich ja wenigstens mal keinen Fehler gemacht. So. Genau, Stromverbindung machen wir hier drüber. Läuft. Und hier machen wir auch diese Verarbeitung, weil sie eben einfach ein bisschen mehr Material mit rausholt. Dazu brauchen wir wieder ein bisschen Wasser. Haben wir ja hier noch liegen, das ist nicht das Problem. Und dann machen wir hier einen Break rein, da müssen wir dann hoch. Und hier dasselbe Spiel nochmal, genau.
Ja, Beton können wir gleich reinschütten, aber da brauchen wir den Billigbeton. Also diesen hier. Ja, für die Fabriken nehmen wir den billigen und außenrum halt den guten. Ja, das ist so der Plan. Ja, aber wie gesagt, machen wir gleich. Wir gucken mal eben, dass wir die Anschlüsse hier hinbekommen. Einmal Wasser. Und dann brauchen wir nochmal Öl. Den müssen wir hier einmal splitten. Und hier im Prinzip dann auch. Genau. Ach, können wir den Rest gleich auch machen eigentlich. Genau, dann arbeiten die schon mal. Sehr schön. Und moin Cappuccino, willkommen zum Stream. Ja, pass auf, ich hole mal eben ein bisschen Beton. Warum dann noch nicht? Solange der Kram noch leer ist, können wir uns auch einigermaßen drin bewegen. Ach so, wir müssen einen weiter, ne? Das ist zu weit gewesen. Ach so, stimmt. Ja, machen wir gleich. Wir müssen hier außenrum dann sowieso nochmal mit dem guten längs gehen. Daher ist das nicht so schlimm. Jo, ist ja kein Ding, Cappuccino. Ich zwinge ja keinen hier zuzugucken. So. Im Prinzip haben wir das hier dann relativ simpel, weil wir ja aus allen Materialien diesen Festbrennstoff herstellen möchten. Aber wir werden das dennoch wieder so machen, dass wir erstmal alles zu Alkangas umarbeiten und dann aus diesem Alkangas den restlichen Quatsch herstellen. Weil dann können wir sicherstellen, dass das Ding wirklich, ja, ohne Verstopfung durchläuft. Und dann läuft das. So, ich sehe schon, unsere Produktionsraten gehen runter. Es ist halt leer gelutscht hier, ne? Aber das ist gewollt. Wir wollen das Ding hier loswerden. 1,3, das geht ratzfatz nach unten hier. Wieder 100.000 verbraucht. Übel. Einfach nur übel. Genau, der käme dahin und der hier käme dann dahin. Und wir beginnen wieder ganz normal mit Schweröl zu Leichtöl. Der macht dasselbe. Wasser organisieren wir gleich von links oder von rechts. Je nachdem, gucken wir dann mal. Den legen wir schon mal hoch. Den hier auch. Genau, Wasser. Zack. Ja, genau, easy. Ja. Manchmal ist der Bot da ja auch ein bisschen penetrant mit den Benachrichtigungen, aber mit Twitch funktioniert das ja nicht immer. Deswegen machen wir das so. Oh, da kommen wir sogar genau hier hin. Perfekt, dann machen wir das so und tauschen den hier durch ein normales Rohr aus und dann haben wir hier oben schon mal Wasser dran liegen. Ja, sehr schön. Ach so, der kann nicht mehr, weil der Rest hier blockiert. Ja, ist klar. Okay. Dann brauchen wir hier Leichtöl und wow, Hilfe. Oh Gott. Und hier Leichtöl. Und ich brauche noch mehr Chemiefabriken wahrscheinlich dann. Aber ist okay. Jetzt ist hier rechts wieder der Wasseranschluss, ne? Freudig. Dann machen wir das dahin. Und dahin. Und du machst aus Leichtöl Alkangas und du machst dasselbe im Prinzip auch. Und der Gaming-Player schreibt, der Stream ist das i-Tüpfelchen am Wochenende. Ja, dankeschön. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Wie machen wir das am dümmsten? Ah. So. Genau, und hier gehen wir dann mit einer unterirdischen Leitung ran, dass wir da noch durchlaufen können. Genau, wassertechnisch dasselbe Spiel wie eben quasi. Und dort gehen wir dann bis da und dann bis hier. Genau. Stimmt, Wasserdruck könnten wir mal gucken. Ist noch okay. Eventuell müssten wir da aber nochmal nachlegen, was das angeht. Ne? Mal gucken. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt hier nochmal ein neues Umspannwerk. Das setzen wir dahin.
Genau, dann haben wir jetzt nur noch das Alkangas hier drinne. Zum Ausgleich können wir hier nochmal eben eine Verbindung hinbauen. Und beim Alkangas werden wir dann hier oben das ganze Gedöns einmal sammeln. Achso, habe ich keine... Ich habe keine mehr. Oh. Dann machen wir das eben so. Hier brauche ich nämlich nochmal ganz schnell eine Verbindung. Ja. Und da wir jetzt wahrscheinlich Alkangas ohne Ende haben, können wir... Oh, das ist zu weit. Das hier ein bisschen verlängern. Das wollte ich eigentlich machen. Und dann können wir hier nochmal ganz kurz verlängern, weil wir können da wahrscheinlich... Ach so. Ich baue noch Chemiefabriken. Eine kann dahin. Wir können das auch durchgehend machen dann. Brauche ich dafür noch irgendwas anderes, wenn ich hier den Festbrennstoff machen will? Nee. Sehr schön. Da brauchen wir kein Wasser dafür. Cool. Ja, das gute alte FTB Infinity Projekt, ja. Ja, aber wie gesagt, so Minecraft-technisch kratzt mich momentan echt gar nicht. Also, nee, weiß ich nicht. Brauche ein bisschen Eisen. Vielleicht kommt das irgendwann wieder, aber ich will auf jeden Fall nichts versprechen, weil, keine Ahnung, momentan, was das angeht, die Luft auf jeden Fall raus. So, eine haben wir. Stellen wir mal damit hin. Ja, dann passt da sogar genau noch eine ran. Sehr schön, dann machen wir hier auch nochmal Festbrennstoff. Und dann sollten wir auf jeden Fall zu viel haben. Erstmal. Zumindest für den Zweck, wofür wir es brauchen gerade. Ja, nice. Dann werden wir hier ein Output bauen. Dazu brauchen wir noch die Greifarme. Einmal raus. Oh, das passt perfekt. Sehr schön. So, einmal hier ran und einmal daran. Genau, die Mauer kann weg. Und dann können wir in naher Zukunft das Zeug auf jeden Fall nach oben einmal verlegen. Oh, wo ich es gerade sehe, Beleuchtung fehlt noch. Öldruck schwankt inzwischen sehr stark. Was sagen unsere Tanks eigentlich dazu? Ich glaube, die entleeren sich, ne? Ja. Da sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir doch ein bisschen nachlegen, ne? Ja, da müssten wir wahrscheinlich noch ein paar Upgrades hier mal verteilen. Weil, ich sag mal so, je weiter diese Prozentzahl hier nach unten geht, desto weniger fördert natürlich der eine oder andere Ölförderer, ne? Wobei das hier bei der Menge noch relativ, ja, minimal ist, aber eventuell müssen wir da mal nachlegen dann. Gut, schauen wir mal. Jetzt machen wir erstmal Licht hier mit rein. Machen wir einmal, einmal hier so und einmal da so. Dann können wir hier noch und da noch was reinbauen. Und dann hier unten noch. So. Ja, könnte gehen. Hilfe. Bin ich denn jetzt da wieder reingekommen? So, mal den Rest mal eben verbaut. Passt. Ja, gut. Dann haben wir unsere Festbrennstoffproduktion fertig. Wo müssen wir denn damit hin? Wir müssen eigentlich nur nach oben und dann links rüber. Ich glaube, das können wir schon mal machen. Dann haben wir hier noch eben so einen Input mit drin. Ja. Ja, komm. Wieso denn auch nicht? Ach ja, Uran. Stimmt. Upsi. Ja, das ist ja auch nur temporär hier. Ja, sehe ich keine Probleme. Da gehen wir gleich hier ganz durch, ne? Ja. Und dann würde ich vorschlagen, kommen wir mal schnell von der anderen Seite, damit wir ungefähr die richtige Höhe treffen. Da kann noch ein Greifarm mit rein, genau. Weil da müssen wir dann im Prinzip ran. Oh, wie praktisch. Ja, wie unpraktisch. Ha! Und der kann weg. Oh. Ja gut, dann holen wir nochmal nach. Ich muss eh noch ein paar von den alten Förderbändern hier loswerden. Die können wir gleich in die Produktion wieder mit reinschmeißen.
Und dann snacken wir uns dafür die neuen halt wieder weg. Oh, wie wenig Rohstoffe wir noch haben. Da kommt nichts mehr an. Geil. Wie gesagt, wir lassen das Zeug jetzt komplett leer lutschen. Ja, Zeit für ein Käffchen, Moment. Ja gut, ich hole mir gleich noch ein paar mehr Förderbänder, aber zunächst schmeißen wir den Kram hier mal eben weg. Ja, passt, sehr schön. Sonst haben wir gerade nichts dabei, okay. So, das müsste erstmal reichen, glaube ich. Achso, du hast vor ein paar Wochen erst den Twitch-Account gemacht. Naja, ich sage immer besser spät als gar nicht. Ja, warum auch nicht. Upsi. So, und dann haben wir hier unseren Festbrennstoff. Sehr schön. Genau, das Uranzeug, ne, das kann man eben hier mit rein. Das hier werden wir erstmal halbautomatisch befüllen lassen. Weil, wie gesagt, bevor wir jetzt hier die Uranlane von hier unten quasi bis nach oben durchziehen, müssen wir hier dann erstmal sortieren, wenn die ganzen Erzvorkommen weg sind. 1,2, 1,3, das geht sauschnell. Also, wenn man mal die Menge betrachtet, dass mal eben 100.000 Eisen weg sind, ist das schon irgendwie viel, ne? Also, finde ich zumindest. Okay. Genau, diese Höhe hier brauchen wir. Das passt sogar. Das machen wir mal eben bei jedem. Ah. Ja, muss genau ran, genau. Ja,